Moin, moin. Also, das ist sie jetzt, die H4 in ihrer vollen Pracht. Habt ihr soweit fertig gemacht? 190er Nadel, beziehungsweise 190er System, 140er Nadel ist drinne. Vom Garn ist ein 20-3 Zwiebund in Schwarz. Und ja, nun werde ich mal versuchen, die H4 so ein bisschen auszutesten. Also eigentlich bin ich soweit recht zufrieden. Ich habe hier mal so ein bisschen LKW-Plane, Leder, 2 mm doppelt schon, bisschen Sky, Leder und nochmal doppelte Plane. Gut, jetzt muss ich mir aber erstmal mein Gestell runterholen, damit ich die Kamera fixieren kann, sonst kann ich einfach nicht nähen. Zustände sind bei mir wie bei Hempels unterm Tisch. So sieht es unterm Tisch aus. Und darunter ist tatsächlich das Pedal zum Gas geben. Es ist natürlich Moretti-Motor, der für diese Leistung eigentlich nicht ausgelegt ist. Das heißt, ich werde ihn wahrscheinlich gelegentlich durch Anschubsen unterstützen müssen. Aber wir schauen einfach mal, wie er das packt. Und ja, vor allen Dingen auch, wie die Maschine das packt. Gut. Gut, dann werden wir mal einfach probieren. Wieso läuft er da nicht runter? Man muss auch das Füßchen hinten hochstellen. Gut, funktioniert. Ich bin sehr zufrieden. So, hier habe ich noch mal ein bisschen stärkeres Leder, 3 mm, übliches Sattelleder. Und das ist halt etwas, wofür die Maschine auch ausgelegt ist und das sollte sie schaffen. Wollen wir gucken. Das wird jetzt ein bisschen fett, das ist dreifach 3 mm. Mal schauen. Na, da hinten haut es mit dem Übergang nicht hin, so. Thank you.
Also Nahtbild ist in Ordnung. 6 mm Stichlänge, also maximal 6 mm. Und ist eine schöne Maschine. Ja, nun haben wir es geschafft. So sieht das Ganze aus. Der Motor, der dran ist. Ist schön leise. Mal gucken. Hier habe ich wieder doppellagiges Leder. Schöner Stich. Und so, wie sie jetzt hier steht, wird sie dann auch verkauft.